Leute, was geht ab? Hallo und herzlich willkommen zu Petrovic Let's Plays. Und heute spielen wir weiter The Witcher 3 Wild Hunt. Wir sind gerade hier stehen geblieben mit Ciri im Gespräch. Wir wollen diese Abalach, oder wie dieser Typ heißt, überfallen da. Kennst du dich hier etwa aus? Vor vielen hundert Jahren war das hier eine heilige Stätte der Druiden. Dann kamen die Mumen, zerstörten den Druidenkreis von Velen und entstellten die heilige Eiche auf den Berg. Jedes Jahr wird hier ein wichtiges Fest gefeiert. Sie nennen es den Sabbat. Alle Leute in der Umgebung sind dabei. Imlerit bestimmt auch, als Gast der Mumen. Du weißt gut Bescheid. Avalach ist ein guter Lehrer. Okay, dann gehen wir mal weiter. Bringen wir es hinter uns. Wir müssen auf den Gipfel. Da finden wir Imlerit. Okay. Die Bauern in Velen nennen diesen Abend das Fest der Geschichte. Hier ist ein Haufen Bauern durchgezogen. Aha. Hallo? Avalach behauptet, dass Imlerits größte Schwäche seine Eitelkeit ist. Eitelkeit? Er will jeden Feind beeindrucken. Der andere, Karantir, soll verschwiegen und pragmatisch sein. Nicht überraschend, immerhin war er Avalachs Schüler. Geralt? Ja, das bin ich, Geralt. Ich kann leider nicht rennen. Soll ich schießen? Der Weißhaarige hat mal den Höllenen gedient. Lass sie doch. Aber... Sie wollen nur zum Fest. Es gehört sich nicht, sie zu verjagen. Wir sind nicht zum Feiern hier. Wir müssen auf den Berggipfel. Das Tor ist zu. Ihr könnt nicht hindurch. Aber da unten gibt's Feuer und jede Menge zu essen und trinken. Setzt euch dazu. Vielleicht kommen die Herrinnen ja dieses Jahr herunter und zeigen sich uns. Wir setzen uns... Okay, alles klar. Danke für die Einladung. Wir setzen uns gerne etwas hin, nicht wahr? Uns ans... Ich für dich selbst. Das hat mich ein bisschen durcheinander gemacht. Deswegen war diese Pause. Okay, dann feiern wir mal ein bisschen. Okay. Warum können wir du nicht hast das ein Tor erwähnt. Und dass wir nicht hindurch können. Nur die Auserwählten dürfen zu den Herrinnen hinauf. Jedes Jahr steigen höchstens drei junge Kerle und Mädel auf den Berg. Lass mich raten. Sie kehren nie zurück. Doch, das tun sie. Fröhlich und ausgelassen. Aber nur die wenigsten von ihnen bleiben in Velen. Meist ziehen sie in die Welt hinaus. Okay. Die Herrinnen des Waldes kommen zu euch? Wenn sie uns wohlgesonnen sind. Mein Vater hat mir erzählt, dass sie einmal hinabkamen, von Feuer zu Feuer gingen und sich die Wünsche und Nöte der Leute anhörten. Darauf warten wir jetzt jedes Jahr. Dann haben sie es wohl schon länger nicht mehr getan. Es hat keinen Sinn zu warten, ob wir so viel Glück haben. Ja, wir müssen irgendwie zum Gipfel. Wir sollten gehen. Was wird dann gefeiert? Ja, wir sollten mal... Wir sollten gehen. Ihr wollt unbedingt zu den Herrinnen. Ich teile eure Sehnsucht. Wir brennen geradezu darauf. Oh, komm, ja. Geralt. Wir müssen vor Tagesanbruch dort sein. Geht zum Zelt und sprecht mit Thekla. Sie entscheidet, wer würdig ist, vor die Herrinnen zu treten. Was für Kreaturen die Welt unter einem Menschen betreten, das weiß niemand. Aber zuerst will ich meine Rüstung reparieren. Was denn? Zeig mir, was du anzubieten hast. Der hat schon viel zu anzubieten. Aber ich muss reparieren. Genau. Zack. Erstmal kurz reparieren. Bis dann. Ciao, Kakao.
verfügt weder euch noch meine Großmutter hat gesagt, sie wären Kurzschlussherrinnen. Gnädige Tickler schenkt meinem Imker Besuch. Guck mal, ein Kind. Nein, ein Göttling. Ich kenne ihn. Er heißt Hansi. Oh, Hansi ist wieder da. Das ist ja toll. Du bist zurück. Und du hast ein Mädchen gefunden. Ich bin Hansi. Wir hatten schon das Vergnügen, auch wenn es etwas einseitig war. Ich habe dich laufen sehen, mit dem Rücken zu mir, als ich gerade... Ist eine lange Geschichte. Nenn mich Ciri. Schön, dich kennenzulernen. Wie steht's, Hansi? Alles bestens. Keine Beschwerden. Was führt dich hierher? Was machst du hier? Was machst du hier? Das letzte Mal waren du und die Mumen nicht gerade Freunde. Ich habe eine Einladung bekommen, die ich nicht ablehnen konnte, wie jedes Jahr. Auf ihre eigene Art respektieren die Mumen mich und wollen mich beim Sabbat dabei haben. Also gehe ich hin, bin dabei und gehe bei Sonnenaufgang wieder nach Hause. Und ihr? Ja, wir suchen einen Weg auf den Gipfel. Wir wollen auf den Berg. Kannst du uns helfen? Ich würde euch eher davon abraten, aber das wäre wohl vergeblich. Das Mädchen, ist sie genauso stur wie du? Ja. Sogar noch sturer. Ja. Habe ich mir schon gedacht. Das stimmt. Der Weg zum Gipfel beginnt gleich hinter dem Tor da. Aber nur die alte Thekla hat den Schlüssel. Und da ihr den nicht kriegt, könnt ihr genauso gut umkehren. Okay, wir müssen es versuchen. Wir müssen zum Gipfel, ganz einfach. Dann müsst ihr Thekla überreden. Sie ist zwar blind wie ein Maulwurf, aber sie ist nicht dumm. Wir wollen sie nicht hereinlegen. Ihr findet sie in dem Zelt da drüben. Ich wünsche euch Glück und hoffe, wir sehen uns wieder. Irgendwann. Ja, hoffentlich wir sehen uns wieder. Der Mond geht auf. Da ist schon lustige Kälchen. So. Wo ist diese Tickler? Es ist noch nicht fertig. Geduld. Hoffentlich haben wir Füße. Diese Sprünge. Kleine Parkour. So, hier. Es klart auf. Hm, wer ist da? Nun komm, komm näher, Mädchen. Ja, die hat nur Ciri gesehen. Ja, was ist das für eine? Schmale Taille, funkelnde Augen. Ein hübsches, lebhaftes Mädel. Hattest du schon mal einen Mann? Hm, vergiss es, ich kenne die Antwort. Ich wähle dich, Mädchen. In dieser Nacht wirst du die Herrinnen sehen. Oh, so schnell? Ich werde sie begleiten. Ciri, was meinst du? Ciri, was meinst du? Ciri? Wunderbar. Wer würde nicht die Herrinnen sehen wollen? Mein Begleiter kommt mit mir. Was hat die Katze denn da eingeschleppt? Er ist grauhaarig und aderig, voll mit Narben und hat Augen wie eine Viper. Ja, stinkt nach geronnenem Blut und nach Leichen und ist alt und unfruchtbar. Ich weise dich zurück, Sonderling. Das Mädchen geht allein. Okay, ich gehe mit dem Punkt, Außerirdischkeit könnte täuschen, ich bin würdig. Ich glaube, Äußerlichkeit könnte täuschen. Du schätzt mich falsch ein. Ich bin würdig. Mädel? Er ist flinker als jeder Jüngere. Und er riecht nach Tod, weil er Monster jagt. Und er tötet jeden, der sich ihm in den Weg stellt. Vielleicht habe ich mich geirrt. Vielleicht ist doch noch Leben in ihm. Laut dem alten Ritus kannst du mein Urteil anfechten. Aber dazu musst du eine Prüfung bestehen. Aha. Okay. Was für eine Prüfung? Was ist das für eine Prüfung? Sag's ihm. Du musst in die Höhle hinabsteigen und in den Wassern unter der Erde baden.
Und wo ist der Haken? Die Wasser sind tief. Die Wasser sind trüb. Okay. Ich stelle mich eurer Prüfung. Ich stelle mich der Prüfung. Komm. Aha. Soll ich reinspringen direkt? Du musst sie finden. Eine Münze aus alter Zeit. Falka prangt auf ihrer Rückseite. Daher wird sie Oren der Verächterin genannt. Und jetzt bring mir die Münze. Da springen wir dich nicht. Was ist los? Springen ist zu gefährlich für einen Hexer, der hat Glasknochen. So wie ich das schon weiß aus alter schlechter Erfahrung sozusagen. Hallo? Und zack. Wo ist die Mütze? Tauchen. Eieieiei. Eieiei. Hab ich doch. Inventar. Nein, nichts ablegen. Ich muss schießen. Doch, das war hier. Ah ja. Zack. Zack. Geh weg. Wo ist die Mütze? Nicht Mütze, Münze. Okay. Ihr weiß schon mal Bescheid, was ich meine. Mein Deutsch. Okay, so, da. Jawohl. Auftauchen, Kreis. Nein. Geschafft. Münze gefunden. Prüfung bestanden. Scheiße. Was hier jetzt? Oho. Da ist ein Monster. Wow. Na dann kämpfen wir mal gegen das. Wow. Weg. Schau ab. Wow. Aufpassen. Jawohl, besiegt. Den Monster haben wir besiegt. Bisschen heilen. So, und schnell zurück. Zack, jawohl. Die Münze habe ich. Wo ist diese alte Frau? Ich habe die Prüfung bestanden. Ich habe mir schon Sorgen gemacht. Ja, Sorgen brauchst du nicht. Sie sind zurück. Was wollt ihr? Ich hab deine Münze. Ich hab die Münze, die du in den See geworfen hast. Sie riecht vermodert. Da kann ich nichts machen. Also, hältst du Wort? Das tue ich immer, mein Junge. Zeig die Münze dem Torwächter. Er weiß, was das bedeutet.
Marika macht dir das Tor auf. Geht jetzt. Na, alles klar. Das ging glatt. Du musstest ja nicht in dieser Höhle rumtauchen. Hör auf zu jammern. Du bist ein Hexer. Du hast schon in trüberen Gewässern getaucht. Ja, ich muss dir mal von dieser Zeugeljagd erzählen. Okay, okay. Komm. Marika. Zeig uns, mach die Toren auf. Komm, wo sind die? Wo sind die Toren? Ah, das ist eine Höhle. Öffnen. Geschlossen. Oh. Sollen wir jetzt hier reingehen? Ich glaube ja. Was geht hier ab? Wie heißt du, Mädchen? Und du? Dein Name spielt keine Rolle. Auf dem Gipfel verlierst du ihn und bekommst einen neuen. Du kannst gehen. Und du? Ich habe die Prüfung bestanden. Hier ist die Beweis. Ich habe die Prüfung bestanden. Hier ist der Beweis. Erkennst du das? Der Orden der Verächterin. Ein Todesurteil. Was? Ein Todesurteil? Woher denn? Ja, Todesurteil für dich. Ups. Yo. Gib ihm mal. Haben wir besiegt. Ziemlich harter Kerl. Ja, das wir war einfach. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Ich suche Imlerit, du die Mumen. Avalach sagte, sie leben unter der Eiche, zwischen den Wurzeln. Auf keinen Fall. Ich suche Imlerit. Na gut, spielen wir drum. Schnick, Schnack, Schnuck. Schnick, Schnack, Schnuck. Getauscht. Schnick, Schnack, Schnuck. Verdammt, wir spielen nochmal. Nein, nichts nochmal. Das Schicksal hat entschieden. Schicksal hat entschieden. Auf gar keinen Fall. Ich steig auf den Gipfel. Du beschäftigst die Mumen. Kaum eine Herausforderung. Sie sind sehr gefährlich. Sei vorsichtig. Du auch. Spiele ich jetzt für Siri? Ich muss da runter. Ja. Wo da runter? Hier runter. Oder was? Ach Mist. Ich muss wohl springen. Okay, ich verstehe gerade ein bisschen nicht. Muss springen da wirklich runter? So, der kahle Berg stoß zum Herzen der Lotsen vor. Okay. Anscheinend muss ich doch runterspringen. Okay, jetzt habe ich runtergesprungen. Überlegt. Zum Glück. So, wo muss ich jetzt eigentlich hier? Ich bin irgendwo hier. Irgendwo gelandet. Was ist das für Geräusche?
Mehr Fleisch. Mehr Fleisch? Ich hab kein Fleisch. Okay, liebe Freunde, ich mach mal jetzt hier kurze Pause. Ich wünsche euch noch viel Spaß. Schreibt mir bitte in die Kommentare, das würde mich sehr freuen. Und abonnieren und liken nicht vergessen, falls ihr das nicht gemacht habt. Und bis zum nächsten Mal beim Petrovic Let's Plays. Tschüss.